Kerl, lassen Sie mich das mal klarstellen. Ihr Geschäftspartner, Körber, der hat Sie bedroht? Naja, nicht wirklich. Aber er will mich treffen. Ich glaube, er wird mich töten. Und warum glauben Sie das? Ich kann nicht ins Detail gehen. Korban tötet mich, wenn ich hier ungeschützt gehe. Ich kann Ihnen nicht helfen. Außer Sie erzählen mir noch ein bisschen mehr. Ich kann nicht. Tut mir leid. Dann habe ich was anderes zu tun. Aber... Nichts aber. Stören Sie mich nicht, es sei denn, Sie geben mir Details. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Ich habe mitgehört. Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Korban? War das nicht der Salarianer, der uns darum bat, die Keeper zu scannen? Die Keeper? Das ist noch ein guter Grund, ihn ausfindig zu machen. Das verstößt gegen die Gesetze. Bastard! Ich werde mich gleich darum kümmern. Mal sehen, was er so vorhat. Was Korban betrifft, ist dieser Tage alles möglich. Also, viel Glück! Okay, was geht da ab? Hallo. Hallo, Commander. Moin, moin. Ich bin Spectre, ihr Wichser. Ich bin nicht mehr Commander TV Boy. Okay, bin ich auch noch. Aber ich bin vor allen Dingen Spectre. In allererster Linie. So, was geht bei euch ab? Tracking Terminal. Nee. Ich will jetzt zu einem Dude. Ey, guck mal, da ist noch so ein Typ. So, wo ist denn der Dude, der hier für mich verantwortlich ist? Den Fahrstuhl? Nein, offensichtlich nicht. Bum, 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 bum. Vielleicht war es doch der Ausrüstungstypi da unten. Möglicherweise. Aber er hat echt nichts vom Spectre erwähnt, dass ich ein Spectre-Dude bin. Mann, warum nicht? Die Chiffrierung, Fertigkeit zu gering. Okay, dann lassen wir das doch. Dann lassen wir es halt. Ist okay, ja, ist gut. Halt die Fresse. Halt die Fresse. So. Wo geht's hier hin? Weiß ich nicht. Einfach mal, zur anderen Bucht wollte ich eigentlich auch nicht. Aber sonst ist hier keiner. Vielleicht gehen wir doch zu dem und holen uns ein paar Vorräte. Mal gucken, was er so hat. Moin Moin, so. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit. Oh, Fehler vorliegen. Mann. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten. Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Kein Problem. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Ich zeige Ihnen die guten Sachen. Den richtig guten Scheiß. So, pack mal hier alles weg. Zack, zack, zack. Bup, 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 bup. Okay. So. What the fuck? Das ist richtig fucking teuer, Leute. Richtig fucking scheiß teuer.
Ja, weil ich nicht. Lizenz Aldrin Labs. Lizenz Aldrin für eine Ausrüstung der Normandie. Okay. Mitgenommen. Kann ich den wieder verkaufen? Nein, den habe ich jetzt auf der Normandie gespeichert. Solaris. Nee. Nee. Oh Gott, das ist alles so teuer. Aldrin Labs ist eine menschliche Hergestellung. Das Unternehmen liefert die Ausrüstung. Für Panzerung, Verstärker. Sichere Eigenschaften vergleichen. Die können das tragen, aber die hat schon so ein Ding. Okay, und das andere können wir eh nicht kaufen, also haust du rein. Wir sind nämlich ein armes Schwein. So, also da wissen wir schon mal, da gibt es den richtig guten Scheiß. Und wir fahren jetzt zurück in ganz andere Gefilde. Zum Präsidium nämlich. Und gucken mal oben. Wie können Sie gegen Ihr eigenes Volk kämpfen, Rex? Es gibt doch nicht mehr viele von Ihnen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Ah ja. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja. Finden wir erstmal diesen komischen Typi da, der den anderen Typi töten will. Ich merke mir den Namen nicht. Ich bin ganz, ganz schlecht mit Namen, Leute. Ich kann mir keine Namen merken. Aber das passt schon. Wir holen uns den jetzt. Egal wo er ist. Auf dem Markt, hat er gesagt, ne? Citadel-Turm zu den Botschaften. Gucken wir mal weiter. Einmal hier rum. Citadel Sicherheit zum Citadel Turm. Zu den Bezirken müssen wir, glaube ich. Bezirke. Nee. Zurück. Was ist denn mit Präsidium, Bezirkszugang? Nee. What the fuck, man? Wo sind die Märkte, man? Egal, dann gehe ich halt manuell hin. Zum Finanzbezirk. Nee, ich will einfach zu den Bezirken. Da geht es nur zum Citadel-Sicherheitsdings. Ich muss mal gucken hier. Rapid-Transit, Emporium. Hallo. Aufträge. Ah ja. Oh Gott. Er ist in den Büros und verweigert sich, sie zu verlassen, wenn sein Arbeitskollege eins seiner namens Kobo in Info will. Aber die Details sind nicht allzu stichhaltig. Finden sie in unteren Märkten. Okay, da steht auch nicht wo, da steht in unteren Märkte. Hm. Das ist natürlich ein bisschen doof, ne? Hallo? Ich wollte da nicht hier Dings, wollte ich. So. Alles klar. Dann auf zu den Bezirken und mal gucken. Vielleicht ist alles nur ein ganz, ganz großes Ortum, vor allen Dingen Irrtum. Und wir kennen ja unseren guten Mr. Shepard. Der ist bekannt dafür, ein echter Diplomat zu sein, jeden Streit schlichten zu können und einfach ganz cool zu sein. Und meistens völlig ohne Waffengewalt, aber manchmal schon. Manchmal braucht man einfach ein paar Wummen, denn Wummen sagen mehr als 1000 Worte. Nein, Moment, war das nicht was anderes? So, Leute, ihr könnt wieder mal ein bisschen schnacken. Die Quarianer haben die ganze Galaxis in Bedrängnis gebracht, als sie die Geth entkommen ließen. Redet ihr Volk je darüber? Reden die Kroganer darüber, dass sie einen dummen Krieg begonnen haben, der damit endete, dass die Turianer ihr Volk sterilisiert haben? Ständig. Ständig? Was ist denn das für eine Frage? Natürlich! Ha, Mensch, das waren Zeiten damals. Krieg ist doch was Schönes. Hey, wunderbar. Super Sache. Da kann man auch mal einen Schnack drüber halten. Über den Krieg.
Aber die Turianer scheinen das ja gerne zu machen. Die Märkte. Hallo, meine Freunde. Hallas. Wie ist denn deine Stelle an der Akademie? Die ist in Ordnung. Es gibt einiges zu tun. Kaum zu glauben, wie viele Leute aus den Bezirken hier rein wollen. Ja, das ist die arbeitsreichste Station auf der Zitadelle. Aber es wird nie langweilig. Das glaube ich. Aber ein paar mehr Männer könnten nicht schaden. Darum bist du ja hier. Aha, aha, aha. Noch ein Keeper. Dafür kriegen wir wenigstens etwas Geld. Hallo, steht ihr mal nicht vor der Tür? Manche Leute wollen vielleicht da rein. Zu dem Zocken. Okay, fahren wir. War gerade ein bisschen weiter weg vom Mikro. Dann fahren wir noch weiter zu den Bezirken. Ist ja es auch werden Feiern geplant für den Tag, an dem sich das Ende der Rachni-Kriege jährt. Viele Ratswelten, insbesondere die Kolonien der Asari und Salarianer, werden Siegesparaden abhalten, um dem Triumph über die einfallenden Rachni zu gedenken. Als erstaunliches Schuldeingeständnis haben mehrere Asari-Kolonien Kroganer eingeladen, um sie für die Siege, die erhobene Kroganer ermöglicht haben, zu ehren. Okay, was sind denn die Rachni jetzt? Schon wieder. Das ist ja so viele Rassen hier in Mass Effect. Unfassbar. So. Wo geht's denn? Steht nicht dran, ne? Gehen wir einfach mal ins Blaue. Aha, ich sehe den Pfeil. Hey, 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 Emily. Man erzählt sich von ihren Aktivitäten. Glückwunsch, dass sie Fist ausschalten konnten. Ich bin mir sicher, dass er tief in etwas hier verstrickt war. Haben Sie in seinem Büro etwas gefunden, das mir helfen könnte? Diese OSDs könnten ein paar Informationen für Sie enthalten. Sie haben Fist-Dateien? Das könnte noch interessanter sein, als ich hoffte. Hier, bitte, Commander, für Ihre Mühen. Was wäre Ihnen eine zukünftige Zusammenarbeit wert? Zum Beispiel ein Interview nach meiner Untersuchung? Ein Exklusivinterview? Sie werden zuerst allein mit mir sprechen? Das sollte einiges wert sein. Darauf gebe ich gerne einen Vorschuss. Hier, bitte. Bitte entschuldigen Sie mich jetzt. Ich muss jetzt diese Disks überprüfen. Das ist doch nett gewesen. So, aber hier unten gibt es sonst nichts mehr weiter. Kein Pfeil. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an, Leute. Sieht das nicht geil aus? Das sieht, erinnert mich ein bisschen an Star Wars. Die neuen Star Wars Filme. Coole Stadt auf jeden Fall. Coole Stadt auf jeden Fall. So. Und wo geht's jetzt hier lang? Hallo. Ich möchte eigentlich gerne zu den Märkten. Aber ich habe gerade gar keinen Plan, wo ich bin. Ich glaube nicht, dass Sie das hier gekauft haben. Dieses Modell verkaufe ich nicht. Ich weiß, dass Sie es waren. Ich erinnere mich an Sie. Wirklich? Das ist beeindruckend. Normalerweise könnt ihr Menschen keinen Turianer vom anderen unterscheiden. Dies ist der richtige Ort. Bekomme ich nun mein Geld zurück oder nicht? Haben Sie eine Quittung dabei? Was? Nein, ich... Ich habe keine bekommen. Dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Aber... Ich kann Ihnen nicht helfen. Ja, ey. Quittung, ne? Junge. Der beste Ort auf der Station, um Upgrades zu kaufen. Okay. Gut, dass wir das wissen. Hallo, Erdenclan. Sie kommen zweifellos gerade aus den Kolonien. Brauchen Sie Vorräte? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Jo. Großartig. Sie werden gewiss etwas Passendes finden. Das werden wir noch sehen.